Und damit herzlich willkommen zu dem Video, was die meisten von euch wahrscheinlich schon sehnlichst erwartet haben. Und zwar mein Let's Play zu Call of Duty Modern Warfare 2019. Ich habe mich jetzt endlich dann doch für die Medienform des Let's Plays entschieden, weil ich dann doch so ein bisschen meine Aufmerksamkeit ein bisschen mehr auf das Spielgeschehen lenken kann und dann nicht die ganze Zeit abgelenkt werde. Ich finde, das ist für dieses Spiel hier so ein bisschen besser geeignet. Wer mich nicht kennt, ich kenne mich so ein bisschen sehr gut mit Handfeuerwaffen aus und auch noch so ein bisschen mit Geschichte und werde dazu immer wieder was zu den Themen sagen. Und jetzt nochmal ein kleiner Disclaimer, und zwar nehme ich das Ganze mit Shadowplay auf, weil es mit OBS einfach nicht aufzunehmen ist. Und das bedeutet, dass es ein bisschen zu ein paar Soundkratzern kommen kann, aber ich finde das nicht so schlimm, als wenn das ganze Let's Play einfach ruckeln würde wie Sau, wenn ich das mit OBS aufnehmen würde. So, des Weiteren habe ich mir in der vorletzten Nacht halt übelst auf die Lippe gebissen, von daher entschuldigt gewisse Soundmodulationsfehler von meiner Seite. Ich habe auch schon mal versucht, das Ganze hier aufzunehmen, das hat nicht geklappt. Ich hoffe, es funktioniert jetzt besser. Neues Spiel, ja. So, Soldat, weil Rekrut soll doch ein bisschen sehr einfach sein. Oh, dann haben wir wahrscheinlich jetzt hier unseren Hauptantagonisten in so einem klassischen Al-Qaida-Video. Und er ist ganz cool, er trägt das Bajonett oben auf der Schulter. Hat nichts mit Al-Qaida zu tun. Oh, er hat eine AK-47, Typ 3. Er hat sogar was mit Granatgerät. Oh, rauchendes Haram, Bruder, weißt du das nicht? Glock. Ja, wer kennt ihn nicht? Den wahren Soldaten mit dem Sprengstoffgürtel. Oh fuck, London! Ich dachte jetzt, die steigen jetzt irgendwie in eine arabische Stadt oder so. Modern Warfare. 24 Stunden vorher. Oh, schöne Landschaft. Norwegen? Oh, ein Fjord. Das müssten Black Ops Helikopter sein. Charlie 2, Kommandeur. Kommandeur hört. Landezone in Sicht. Sieht aus, als wären unsere Jungs pünktlich, Kane. Ja, am besten mal zwei Helikopter, damit sie sich gegenseitig... Tragen die noch ACU? Colonel, wir haben vielleicht ein Problem. Zu spät, Leswell. Sind aktiv. Les? Ach, Leswell heißt... Okay, es heißt Leswell. Watcher an 3-1, hören Sie? Station Chief Leswell, schieben Sie los. General Barkov hat neues Chlorgas in sein Lager geschickt. Aber seine Söldner wollen es heute Nacht per Konvoi nach Urzikstan bringen. Urzikstan? Liegt da nicht normalerweise Georgien? Militär ist tabu. Wir können uns keinen internationalen Zwischenfall erlauben. Okay, ich versuche weniger dazwischen zu quatschen. Ah, jetzt sind wir an der Szene, wo der erste Trailer angefangen hat. Verstanden, Alex. Finden Sie das Gas, Barkov Leiter und verschicken. Ja, ich bin nur ein bisschen hin und her gerissen zwischen kommentieren und nicht dazwischen quatschen. Oh, geht schon los, gut. Das war Spielgrafik, nice. Okay, was bekommen wir? Ah, wir bekommen das, was wir schon aus dem Multiplayer kennen. Das Ganze wird, glaube ich, M4-Karabiner genannt. M4-1 ist aber kein M4-1, es ist zu kurz. Es hat so eine ganz komische Länge. Oh, nice, das sieht schick aus. Sieht sehr schick aus. Wir sind noch leise. Im Multiplayer würden wir jetzt schon Footstep-Geräusch machen. Ach, okay, das sind unsere Kameraden. Hitman 7-1, Hitman 7-2, Hitman 7-4. Hitman 7.5 und Hitman 7.3. Ach, das sind die Codenamen. Sergeant, Colonel. Okay, das sind Russen. Die suchen uns. Zwei Söldner, keine Uniform. Okay, das sind das russische Söldner. Oh, das haben die auch spannend gemacht jetzt hier mit den Taschenlampen. Ich bleib mal besser hier hinter dem Baum. Wir sind sicher. Verstanden. Okay, wir haben sie schon erledigt. Was habe ich denn hier sonst noch? X16 ist eine Glock, ist angelehnt an die X19, wer genaueres über die Waffen wissen will. Ich habe schon eine Analyse gemacht zu den Waffen aus dem Multiplayer. Die haben direkt eine Odin dabei. Odin, in Wirklichkeit Shark 12. Habe ich letztens sogar noch... Habe ich letztens sogar noch den richtigen Namen von gelesen. Ah, Scout-Ziel-Fernrohr. In Wirklichkeit... Achso, die Waffenklasse, zu welcher die Shark 12 gehört, heißt Antimaterial-Maschinenkarabiner, habe ich letztens gelesen. Oh, Nachtsicht. Einer im Turm. Linke Seite oben, keine Armee. Verstanden. Kontrollpunkt, das ist der Eingang. Alles gute Ziele. Warum haben Söldner eigentlich so eine dicke Waffe dabei? Okay,
Okay. Die haben kurze Kalaschnikows. An der Magazinkrümmer müsste man erkennen können. Ach, Luftschlag anfordern. Ach so, die Maus, dass die ausgegraut ist, ist das. Das müssten kurze Kalaschnikows in 5.56x39mm sein. Den Luftschlag jetzt hier hin. Blue Viking 5, Echo 3-1 hier. Ungeschützte Truppen, Südtor, Freigabe zum Feuern. Roger 3-1, Ziel erfasst, Feuer frei in 5 Sekunden. 5 Sekunden. Okay, dann muss ich am besten den im Turm ausschalten. Da ist einer. Boah, weißer Phosphor, oder? Ja, eigentlich ist das ein Kriegsverbrechen. Weißer Phosphor darf nicht... Gute Wirkung auf Ziel. Viking zurück zur Basis. Gute Jagd. Besten Dank, Viking. Wir übernehmen jetzt. Weißer Phosphor darf nur zur Rauchbildung, zur Verschleierung des Vorrückens der eigenen Truppen benutzt werden und nicht zum Verbrennen von Gegnern. Das war ein Kriegsverbrechen. Das war ja sowieso eine Söldner. Was macht ihr hier? Ist ein bisschen dunkel. Habe ich ein N-Nachtsichtgerät? Ne, ich habe eine N-Taschenlampe, aber es ist ein doof, sowas zu benutzen. Ach, eine Helmlampe ist das. Ja. Achtung. Mehrere Schützen zu Fuß. Wir sind aber gut ausgestattet. Er hat noch einen Endhaken dabei. Da weiß er nie. Ah, meine Waffe steht auf Einzelschuss. Ich muss mal... Okay, dann ist das hier der erste Kampf. Das ist wahrscheinlich auch besser. Ich muss mal gucken, wie schnell die Gegner hier ausgeschaltet sind. Okay, der gehört zu mir. Ich muss mir das selbst mal ein bisschen lauter machen. So, FPS sehen auch gut aus. Was haben wir hier dabei? AK-12. Ich bezweifle, dass das eine AK-12 ist, aber ich glaube, ich nehme hier mal besser nicht mit, weil ich die schallgedämpften Waffen brauche. Das sieht auch klasse aus hier von der Beleuchtung. Ich habe noch nicht mal Raytracing an oder sowas. Okay, die warten auf mich. Oh, besoffen vom Wachturm gefahr. Oh, wie cool, also... Ich habe mir kurz überlegt, ob ich nicht vielleicht die Partikeleffekte runterstelle, damit das ein bisschen flüssiger läuft, aber es sieht alles in Ordnung aus. Erlöst sie von ihrem Elend. Das habe ich wahrscheinlich eben schon getan. Ah, der brennt und schießt noch, okay. Gut, dass ich den erledigt habe. Die scheinen nach ein paar Schüssen umzukippen hier im Singleplayer. Von da würde ich sagen, dann ist das eigentlich relativ realistisch. Mein gutes Stück hier. Ja, wie komme ich denn durch die Tür? Ach, einfach gegenlaufen. Okay, wo bist du? Da. Hätte ich doch lieber Dauerfeuer gehabt. Das Überraschungsmoment ist nicht auf unserer Seite, Leute. Aug? Warum haben die Russen eine Aug? Ja gut, die können... Ach, jetzt kriege ich gerade Flashbacks. Moment, wo war das denn nochmal? Das war doch total unsinnig. Das war in Call of Duty Modern Warfare 2, wo die Russen alle... Ne, die hatten damals in Modern Warfare 2, als die Russen Amerika angreifen, haben die alle TAR-Sturmgewehre dabei gehabt. Okay, das muss mal dringend geölt werden. Uah! Uah! Was ist denn der? Er hat sich verschanzt! Unterdrückungsfeuer auf der Einzel! Die Wache im Türrahmen aufstellen und in Deckung bleiben! Ah, hier ist das, okay. Wisst ihr, ich seh den gar nicht. Ich hab den gar nicht gesehen. Aber das war gerade auch ein relativ krasser Moment. So dass einer von meinen eigenen Leuten da rausgeht und sofort einen drauf bekommt. Normalerweise ist man ja gewöhnt, dass die eigenen Leute sowas von sterblich sind. Wo ist der denn? Okay. Wahrscheinlich da. Ja, das war wohl da, wo das Licht ist. Wir müssen das Gas sichern, bevor sie es wegschaffen. Okay, Feuerrate wechseln, damit das angezeigt wird, ist das wahrscheinlich jetzt opportun, das zu tun. Das ist aber auf B, nicht auf F. Vor. Sind hier welche? Noch ein MG-Nest? Ich kann gar nicht so viel zum Erklären, so intensiv ist das gerade. Also Immersion sitzt auf jeden Fall gut. Mal nachladen. Na, da oben, wo das Licht ist. Machen wir nochmal den hier. Okay, die scheinen recht einfach zu besiegen zu sein. Das ist auf jeden Fall Spielgefühl, ist geil, sieht auch geil aus. Nur der Russe hat gerade so ein bisschen blau geleuchtet.
Okay, der hat wohl auch noch nicht aufgegeben. Okay, der sieht mich aber nicht. Also das Spiel ist auf jeden Fall geil. Auf jeden Fall nice. Ich hatte zwar nichts anderes erwartet. Ah, da habe ich einen übersehen. Der scheint neu gekommen zu sein. Was ist denn der? So, Sound ist auch geil. Sieht auch geil aus, obwohl mein Rechner jetzt nicht mehr so der neueste ist. Hinlegen. Kann ich das Licht nicht zerschießen? Hey, was ist denn mit Lights Out? Mir wurde Lights Out versprochen. Okay, der ist auch, gehört auch schon zu mir. Dann kriege ich mal hier hin. Mal, was hier drin los ist. Granate werfen. Dann machen wir das doch mal. Ach genau, an meiner Maus ist was kaputt. Und zwar immer, wenn ich das Mausrad runterdrücke, drehe ich das automatisch nach oben. Das ist ein bisschen nervig, aber es ist halb so schlimm. Ich werde mir demnächst mal eine neue Maus gönnen. Übrigens schreibt das mal in die Kommentare, falls ihr irgendwelche geilen Mäuse kennt. Uah. Das ist hier gekommen. Wie sieht's denn aus mit Munition? Ich habe noch 180 Schuss, das heißt Munition habe ich wahrscheinlich mehr als genug. Ich find's leider ein bisschen schade, dass ich mir vor dem Einsatz hier die Waffe nicht aussuchen konnte. Das heißt, wir haben wahrscheinlich wie immer gestellte Waffen, die man bei jeder Mission am Anfang bekommt. Bin ein bisschen orientierungslos gerade leider. Wir müssen irgendwie das einer von meinen. Wir müssen hier hin, aber hier ist so viel Rauch, das ist so unübersichtlich. Ne, hier ist Sackgasse. Müssen wir da hoch? Das ist wahrscheinlich in der... Ach so! Ja, die Granate. Nein, nicht getroffen. Nochmal. Das ist dieser Fehler bei der Maus. Ich glaube, darf ich mit... Das habe ich im Multiplayer, glaube ich, gesehen. Ich glaube, mit einer Pistole darf ich hier hoch. Ja, RPK. Ne, PKM. Und ich kriege keine Freund-Feind-Anzeige, wenn ich im Schwarz-Weiß-Modus bin. Mal nochmal hier. Nehmen wir weiter hier das AR-15. Das ist nämlich, wie ich das gesagt habe, das ist kein richtiger M4-Karabiner, denn M4-Karabiner haben immer die gleiche Lauflänge und zwar immer genau 14,5 Zoll. Wenn das nicht der Fall ist, ist das kein M4-Karabiner mehr. Das ist genauso wie ein DIN-A4-Blatt. Wenn ich hier gehe und schneide bei einem DIN-A4-Blatt oben die Ecke ab, dann ist es kein DIN-A4-Blatt mehr. Es ist immer noch ein Blatt Papier, aber es ist kein DIN-A4-Blatt mehr. Und genauso ist das mit M4, denn M4 ist kein richtiger... War das nicht einer? Okay. Was haben wir hier? Wieder das, was hier als AK... was ist das denn? AK-12 mit Granatgerät dran, oder was? Das möchte ich mir mal angucken. Darf ich das mal sehen? Das sieht komisch aus. Ja, aber ich glaube, ich gucke mir das andere mal an. Ich glaube, da ist auch ein Visier drauf, was mir wahrscheinlich jetzt nicht so gut gefällt. Und wir wollen ja die Chemiewaffen finden. Jetzt spielen wir... Genau, N. Ach, ich habe nur die Taschenlampe, die ich eben schon gesehen habe. Spooky. Eine Taschenlampe mit ein bisschen kleinen Lichtradius. Aber vom Gefühl her... Oh, nice, hier so eine Löwenstatue. Also Immersion sitzt, ich bin komplett drin. Ach nee, die Pistole habe ich weggetan. Ich finde es aber immer noch komisch, warum die Russen AUGs haben. Das ist dann immer sowas, wenn die Russen irgendwelche ganz komischen Waffen haben, dann holt mich das sofort aus der Immersion raus. Obwohl, das sind ja... Das ist ja nicht die russische Armee, das sind ja irgendwelche Söldner. Sind die denn? Auf dem Steg angeblich, hat auch eben jemand gesagt. Da ist er! Ja, die Taschenlampe hat wohl nicht so die meiste Leuchtkraft. Man muss aber im Nachtkampf mit der eigenen Taschenlampe sehr vorsichtig sein, weil man sich auch relativ gut durch die eigene Taschenlampe verraten kann. Und der ist Half-Life-mäßig über das Geländer gekippt. Hieß es nicht in der Werbung Lichter aus? Hey, wir haben ein Problem. Die Typen sind von der russischen Armee.
Die tragen Flora. Das ist das Flora-Tarnmuster. Oh, der hat unten den normalen Gorka und oben hat er einen Flora-Gorka an. Und ich glaube, das Tragesystem gibt es auch so ähnlich. Das sind so ganz viele kleine Taschen für Granaten. Das sind die großen Taschen für die Magazine. Der hat genau die gleiche. Ah, das ist gute Chlorgas. Problem. Hm? Dann probieren wir mal. Jackpot. Gas bestätigt. Verstanden, 3-1. Ach, das ist so eine Schnellprobe. Die kann man knicken und dann werden die grün, wenn das richtig ist, also echtes Gas ist. Was wird von mir verlangt? Ah, der ist ein Kreis, das heißt, ich muss hier einsteigen. Ich will vorne sitzen. Was haben wir denn eigentlich für Ausrüstung an? Gasmasken, Plattenträger. Das Shirt kenne ich nicht. Wir haben dieses typische SIS. Ach, wir sind. Das sieht ungesund aus. Hätte ich vorne sitzen dürfen, wäre das nicht passiert, ne? Oh, das sieht übel aus. Oh, die haben diese neuen Helme mit diesen Schienen dran. Wer ist er? Captain Gopnik? Okay, das sind jetzt Söldner. Ne, Rebellen stand da unten dran. Er hat eine längere AUG dabei. Die haben auch diese typische, ich weiß nicht, wie die Modellbezeichnung ist von der Gasmaske. Die haben diese typische SIS-Gasmaske. Mit diesen Ringen vorne drin. Terrorangriff. Mehrere Marines gefallen. Gas geklaut. Evakuieren. Sofort. Roger. Da sind mehrere russische Truppen auf dem Weg zu euch. Aufharren. Wir sind unterwegs für... Ach, der hat diese Schulterrüstungsdinger. Die Operation ist jetzt eigenständig. Was zur Hölle soll das heißen? Sie haben keine Freigabe, Colonel. Das sind meine Marines. Wir brauchen auch...